auch. Sekor. Ich schmelle hoch. Die Zeit keine Stunden und keine Tage. Die Zeit nur noch Jahre. So, dann gucke ich mal wieder, was es so Neues in der Realität gibt. Ne? Die Nachrichten. Guten Abend. Heute Abend zu Gast bei Annegret Willenlos, Professor Dr. Wille Tannenlos. Guten Abend. Na, das ist aber schön. Das Risiko. Alter! Ja, es ist auch, also den, ist auch, Aber gerade diese Wertigkeit, diese Akzeptanz der Wertigkeit. Also jetzt auch, muss ich es genau ansprechen, würde ich auch genau, also auch ein Stück weit davon auch mal. Genau. Wir widersprechen uns ja nicht. Nein, also. Es ist ja genau, die Beweisführung. Genau. Willkommen zurück bei Annegret Willenlos mit Professor Dr. Wille Tannenlos. Das Resignative, Frau Professor. So. Konsequenterweise ist ja auch ein Stück weit die Relevanz der Kontemplation resignativ irrelevant. Zu, also jetzt im Verhältnis. Ja, durch die Phase. Sie, da sagen Sie allerdings also, was. Also da. Im Überblick versteckt. Also. Ja, sehen Sie, es ist ja, Frau Willenlos, es ist ja auch ein Stück weit davon, jetzt mal, entsprechend der subjektiven, maximal. Und dadurch kann jetzt aber die extreme Sublimation nicht in der Durchdringung so exaltiert variieren. Das Risiko. Mensch. Da sagen Sie was. Nicht wahr? Und, also. Durch die Haltung auch im Überblick. Und warum? Ja. Man könnte, ja, ich verstehe. Also, ja. Frau Professor, ich habe es vorhin schon gesagt, wenn ich das nochmal sagen kann, es ist die Problematik, ist folgende. Wenn, durch den Beschluss. Zum Beispiel Sie jetzt. Also. Frau Professor, unerschöpflich, vielen Dank nochmal an Frau Professor Dr. Wille Tannenlos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich Mittwoch wieder im Studio 3 bei Annegret Willenlos. Schönen Abend. Bleiben Sie gesund. Endlich hat mal jemand die Wahrheit gesagt. Das hast du endlich verstanden. Ne?